So, weiter geht's mit Skip. Von wem sprichst du? Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pack, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Corinnes. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Ach, mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Corinis finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Na, aber ja. Hier, ich habe eine Landkarte von Corinis, günstigerweise schon gekauft. Hier. Ich habe eine Landkarte von Corinis. Das ist gut. Dann werde ich dir den Sitz von diesem Kerl einzeichnen. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Ah, Dexter. Hier, deine Karte. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Ja. Prima. Das heißt also, die verschwundenen Leute wurden in irgendeine, wurden in irgendeine Bucht gebracht. Guck doch mal auf die Karte. Auf die Karte. Wir gucken auf die Karte. Ah ja. Ja, und so viele Buchten gibt's ja auch nicht. Irgendwo soll das ja sein, sozusagen, also am Meer muss es ja sein, offensichtlich. Ja, was können wir jetzt machen? Wir können versuchen, jetzt irgendwie rechts da lang, irgendwie lang zu schwimmen, um zu gucken, ob es da irgendwas Cooles gibt. Oder wir gucken uns die markierte Stelle an. Aber da wir schon mal am Meer sind, würde ich doch lieber mal irgendwo lang schwimmen wollen. Nebenbei, der ist da hinten, der Dexter, das heißt, wir müssen also nochmal zum Feld des Großbauern. Das heißt, wir müssen überhaupt mal irgendwann zum Feld des Großbauern. Aber dazu vielleicht mal später. Erstmal schwimmen wir vielleicht mal hier schön am Rand lang. Und hoffen, dass wir irgendwie nicht auf irgendwelche übermächtigen Feinde stoßen oder so. Wisst ihr was? Ich speichere vielleicht nochmal kurz zwischen. Aber wenn man sich zu lange im Wasser aufhält, beziehungsweise zu weit ins Wasser geht, kann es zu etwas Schlimmem kommen. Was ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann in dieser Folge zeigen werde. Das muss doch echt unglaublich unbequem sein, mit so einer Rüstung zu schwimmen. Kommt man hier hoch? Ist da irgendwas? Ich glaube, man kommt da nur von oben ran, scheinbar. Na gut. Vielleicht finden wir doch irgendwas Schönes. Was ist das da hinten? Ein eingestürztes Mauerwerk oder sowas. Einem Seil dran. Ah, eine eingestürzte Brücke oder so. Aber auch hier scheint man nicht so richtig hochzukommen, weil das alles so glatter Felsen ist, verdammt nochmal. Vielleicht an der Seite? Ah, ein Schiff ist das nicht. Ein Mauerwerk, das rede ich denn nur. Oh mein Gott! Ein Varan! Hau ab, Junge! Hau ab! Varane zerfetzen uns, aber frag nicht nach Sonnenschein. Noch ein Varan? Nee, da hau ich mal nicht. Da gehe ich mal nicht hin. Und das Wasser ist so unglaublich hässlich. Hier muss doch irgendwo eine Bucht sein. Das Dumme ist, ich kann jetzt nicht auf die Karte gucken, weil ich dazu auf festen Grund stehen muss. Hier ist eine Mini-Bucht, aber es ist nicht das Richtige. Na, wir finden das schon noch. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in die richtige Richtung schwimmen oder ob das überhaupt irgendwie Sinn macht, was wir hier gerade tun. Also hier ist zumindest ein kleiner Strand. Kann man hier irgendwas machen? Nee, aber man kann ja auf der Karte gucken. Karte, Karte. Ich habe keine Ahnung, warum es bei Gothic 1 und bei Gothic 2 immer so unglaublich lange braucht, um eine Karte zu laden. Da hinten, wenn wir jetzt genau gerade ausschwimmen, sieht es aus, als ob da noch eine Bucht wäre. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Richtige ist. Trotz alledem will ich es wenigstens mal probieren. Du kannst dich gerade übrigens wieder schließen. Dankeschön. Und wenn das nicht funktionieren sollte, dann werde ich natürlich einfach mal laden wieder. Und nicht wieder den ganzen Mist zurückschwimmen. Das ist natürlich... Das wäre völlig überflüssig. Würde vor allem unglaublich viel Zeit kosten. Da hinten ist wieder irgendwas. Es ragt aus dem Meer heraus. Wie so ein kleiner Vorsprung. Ist dieser Vorsprung natürlich? Finden wir es raus. Ja, es sieht schon aus wie ein Weg. Auf jeden Fall.
Leicht überspült, ist wahrscheinlich total glitschig hier. Aber dann jogge ich einfach durch, ist überhaupt kein Problem. Ausrutschen ist dem Held nicht so richtig eigen, von daher ist das völlig in Ordnung. Okay. Das sieht aus wie ein gutes Versteck, aber da müsste natürlich irgendwo Höhle sein oder sowas, aber die sehe ich hier leider nicht. Gibt es hier vielleicht irgendwas drunter oder so? Und, was mache ich hier eigentlich gerade? Hallo? Dankeschön. Ne, und da war es auch nichts. Seltsam, seltsam. Ja, dann mal noch ein Stückchen weiter schwimmen. Obwohl ich langsam glaube, dass wir echt an den Rand der Karte kommen. Und wenn wir das tun, na, das werdet ihr schon sehen. Mit einer kleinen Sequenz. Na, kommt schon. Ne, hier sind wir sowas von definitiv, aber völlig falsch. Wir werden schon umgelenkt. Also, das habe ich. Ich habe nicht ich abgelenkt, sondern das Spiel hat mich gelenkt. Naja. Gut, dann will ich euch mal wenigstens noch eins zeigen, was man. Also, ein kleines Easter Egg von Gothic 2, was sich sozusagen den Entwickler haben einfallen lassen, um die Karte zu begrenzen, dass man nicht einfach aufs Meer hinausschwimmt. Aber man kann ja auch sagen: Mensch, wenn ich nicht. Von der Insel wegfahren kann mit dem Schiff, dann schwimme ich doch einfach, weil mein Held hat ja unendliche Ausdauer. Aber so ist das nicht. Na, wann kommt's denn? Da könnt ihr gleich mal sehen, was für schöne Ungeheuer ihr Unwesen treiben. Im Gothic-Meer. Na, kommt. Okay, wir sind schon relativ weit draußen jetzt. Wir müssten uns langsam den Rand der Karten nähern, eigentlich. Na? Hallo? Sag mal. Was ist denn das da hinten? Irgend so ein Felsen? Kann man da hin? Ich schwimme mal hin. Das ist ja witzig, aber völlig Neues entdeckt. Sehr geil. Eigentlich wollte ich gerade zeigen, wie auf was für spektakuläre Art und Weise der Held sterben kann, aber naja, hat wohl nicht funktioniert. Entschuldigung. So eine total spannende Folge gerade, wie ich hier die ganze Zeit umher schwimme, glaube ich. Als Feuermagier total in mein Element. Eigentlich müssten Wassermagier fast schon schneller schwimmen können dann. Aber hey. Aber gut, vielleicht haben wir auch hier, haben wir auch die Banditen hier, die all die Leute versteckt. Wieso komme ich da nicht weiter? Eine unsichtbare Barriere, wie gemein. Toll. Was soll denn das? Eigentlich soll doch eine Sequenz kommen. Ich will jetzt dahin schwimmen. Wieso komme ich denn von hier? Ach so, nee, doch nicht. Ah, das ist nur so eine Fake-Insel. Man kommt da eigentlich gar nicht hin. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Naja gut, dann werde ich einfach mal kurz laden und entschuldige mich, dass ich jetzt einfach die ganze Zeit dumm rumgeschwommen bin. Spiel speichern, nee, Spiel laden. Ja, gut. War natürlich jetzt ein bisschen sinnlos und die letzten 5 Minuten hätte man sich auch völlig schenken können. Wahrscheinlich auch die letzten 7 Minuten genau genommen. Gut, dann hauen wir wieder ab. Eh nicht mehr zu machen. Oh, warte mal, da haben wir noch irgendwas gehabt. Eine Hornmuschel. Ach, warte mal, da können wir gleich mal die ganzen Hornmuscheln und sowas aufmachen, die wir überhaupt gefunden haben. Und noch eine Klappmuschel. Na, wo sind sie denn? Krautschnapper, Silberne Ringpech. Nein, nein, nein. Hier ist eine. Eine Hornmuschel. Mach mal auf. Eine Perle. Nichts zu holen. Nichts drinne. Nichts zu holen. Wieder nichts drinne. Und, was ist Schwefel erhalten, okay. Nun gut, dann noch Klappmuscheln aufmachen. Aufklapp, Gletscherquarz, okay. Nichts zu holen. Nichts drinne und Muschelfleisch, habe ich glaube ich noch nie wirklich gehabt. Ist wahrscheinlich total Delikatesse.
Kann man das hier irgendwo sehen? Muschelfleisch. Saftiges Muschelfleisch. Lebensenergiebonus plus 20. Roh unbedingt genießbar. Ja. Geil. Warum nicht? Ich habe, glaube ich, noch nie in Grafik Muschelfleisch gehabt, aber irgendwann ist immer das erste Mal, würde ich sagen. Okay. Trotz alledem müssen wir immer noch die Bucht suchen, in die die Leute verschleppt wurden, aber es soll irgendwie eine steinerne Bucht sein, mit die man nur logischerweise mit einem Schiff erreichen kann. Im Prinzip könnte man auch die den Hafen als Bucht sehen, und da ist ja immer noch diese Höhle, wo man nicht reinkommen. Aber da fällt mir etwas ein. Ja, da fällt mir etwas ein. Und zwar gab es dafür doch irgendwo einen Schlüssel in einem Fisch versteckt oder sowas. So war das doch, genau. Und das gab es in irgendeiner Banditenhöhle, glaube ich, gab es diesen Fisch. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen irgendwelchen Banditenhöhlen widmen und allgemein wieder ein bisschen in die Wildnis rausgehen, etwas zu leveln und ein paar, also ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Nicht wahr, Lars? Richtig. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ja, und welche Banditenhöhle fällt mir natürlich zuerst ein? Das ist wahrscheinlich die Banditenhöhle links, wo wir die Kräuter gesammelt haben für, ich glaube, nicht Konstantino, doch für Konstantino. Da haben wir mal seine Kräuterliste zusammengesammelt. Und da gab es ja auch eine kleine Banditenhöhle und die Banditen haben uns ja relativ rund gemacht. Hallo Brian, hast du eigentlich neues Schmierzeug für mich? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir... Ja. Nein, hast du nicht. Geiziger Sack. Nun gut. Und vielleicht haben die ja irgendwelche Hinweise für uns. Aber warte mal, können wir vielleicht nicht noch auch noch dem Watras Bescheid geben, dass wir jetzt ein paar neue Informationen bekommen haben über die verschwundenen Leute. Watras, red mit mir. Blablabla. Wegen der vermissten Leute. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Oh, 100 Erfahrung, nicht schlecht. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Wilver. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Ja, dankeschön. Immerhin 100 Erfahrung abgegriffen, warum nicht? Kann man nehmen. Das heißt allerdings, wir müssen auch noch zum Feld des Großbauern irgendwann mal. Um die vermissten Leute zu finden. Und ich glaube, nach der Höhle versuche ich wirklich mal dahin zu kommen. Weil das sozusagen das dritte große Lager hier neben Corinis und dem Kloster, was wir noch nicht besucht bzw. erschlossen haben. Und das könnte ganz interessant werden. So. Hier war jetzt irgendwo eine Höhle. Da unten irgendwo. Wer ist denn das da oben eigentlich? Irgendeiner von der Miliz. Ah, da oben ist die Kaserne, natürlich. War das hier unten drin oder war es noch eins höher? Es war, glaube ich, noch eins höher. Naja, gut. Oh, Heilpflanze! Die darf man nicht einfach so stehen lassen. Das gute Kraut. Dann sag mal, hier ist die Höhle, genau. Und wieder einmal zwischenspeichern. Ja. Ja, komm her, garstiges Gesinde. Oder kommt her, garstiges Gesinde. Rechts ist Feuer, das heißt, rechts sind auch die Menschen bestimmt. Überall liegen hier schon irgendwelche Skelette rum. Ich mach dich fertig. Ja, versuch's doch mal. Alter Herumtreiber. Oh, zwei von euch auch noch. Zwei sind vielleicht ein bisschen sehr viel. Oh mein Gott, ich kann ja kaum wenden in der Höhle. Das ist ein bisschen doof. Huh. Verfolgt er mich noch? Natürlich verfolgt er mich noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Flieht, ihr Narren. Okay, die kriege ich offensichtlich noch nicht klein. Das heißt, ich begebe mich gleich zum Feld des Großbauern. Nein, ich bleib nicht stehen, du Lump. Vorher werde ich mir natürlich mal kurz aufs Ohr hauen. Oder beziehungsweise, ach, ich werde ein bisschen was essen. Was soll der Geiz? Bestimmt irgendwo gebratenes Fleisch hier rumliegen. Ja, hier... Und noch was, ein schönes Keulchen, ja, lecker, Pute, yam. Und noch mal, yeah, schön. Aber wahrscheinlich ist es eher Scavenger oder Mole Rat oder sowas. Naja, gut. Das war nicht besonders erfolgreich, dann gehen wir eben gleich zum Feld des Großborn. Erstmal gucken, wo wir lang müssen. Müssen wir diesen Weg hoch, beziehungsweise ist das möglich, diesen Weg hoch zu gehen? Ja, im Groben müssen wir das sogar wirklich tun. Dann unter der Brücke durch und immer geradeaus. Das kriegen wir schon hin. Eine lange Reise erwartet uns, wie schön.
Und Mikaela steht immer noch da und guckt hinaus auf den schlammigen Pfad. Mein Gott, es muss so interessant sein, eine Wache zu sein. Könnten wir doch nur tauschen. Hm. Nun ja. Ich habe es bestimmt schon 10.000 Mal erwähnt. Ich will irgendwann mal da hoch. Da oben ist eine Fackel, ich will sie haben. Also ich will nicht die Fackel haben, aber ich will die, all die Gegenstände haben, die halt oben zu finden sind. Bin ich hier richtig? Zur Taverne? Ja, Taverne ist wahrscheinlich in der Mitte. Ja stimmt, die Taverne war ja in der Mitte vom Kloster und vom Großbauern. Von daher geht's in die Richtung durchaus schon. Und immer noch grämt es mich, dass wir diesen komischen, diesen Weinauftrag versiebt haben. Eigentlich sollte man ja irgendwie Wein in die Taverne liefern. Und sollten irgendwie, ich weiß nicht, 14 Stücken Wein bekommen oder sowas. Oder 14 Amphoren oder Flaschen Wein bekommen. Aber irgendwie hat das Spiel das Ganze verschluckt. Es muss irgendwie, es muss ein Bug sein, ich weiß es nicht, weil ich habe den Auftrag ja wirklich bekommen. Das habt ihr ja gesehen in der Folge, in der, also vor 3 Folgen, vor 4 Folgen irgendwie, als ich noch im Kloster war, vom Kämmerer. Und als ich dann da war in der Taverne, wollte ich auf einmal nichts wissen. Wollte auch keinen Wein kaufen oder sowas. Alles wurscht, braucht ihr alles nicht. Naja. Finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, da sind uns bestimmt mal, was ich nehme an, 100 Erfahrungen oder sowas, flöten gegangen und die kann man durchaus gebrauchen. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben 260, brauchen wir noch für die nächste Stufe. Ja, warum nicht? So, ein Wegweiser. Zum Kloster. Nein, da will ich nicht hin. Zum Großbauern. Da will ich hin. Und warum ruckelt das jetzt? Hallo? Wahrscheinlich macht mein Antivir wieder bei irgendeinem Update hinten, aber das, nee. Nochmal zum Großbauern. Ja, hier geht's runter. Ach, hier unten war auch die Goblin-Höhle, genau. Die haben wir noch auseinandergenommen mit Erik, unserem schönen norddeutschen Krieger. Mit diesem wunderschönen Hamburger Akzent oder Dialekt. Ah ja, da unten gehe ich nicht. Bin auch nicht bekloppt. Immer schön auf den Wegen bleiben. Gerade am Anfang immer schön auf den Wegen bleiben, weil nur da gibt es Gefahren, die man auch gerade so bewältigen kann vielleicht noch. Abseits der Wege lauern immer irgendwelche, weiß ich, größeren Raubtiere wie hier, diese garstigen Wölfe. Deswegen auch mal gleich direkt mal zwischenspeichere, weil ich gar nicht mehr weiß, also gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich war, mit einer Zweihandwaffe gegen Wölfe zu kämpfen. Ich hoffe, er greift mich auch einzeln nur an. Na, komm her. Ja, und zwar nur du, wenn es geht. Oh, natürlich kommen sie beide. Völlig klar. Okay, der eine dreht ab, der andere dreht ab. Warum dreht erst der vordere ab und dann der hintere? Ja, hier siehst du mich. Na, komm her. Ja komm. Ach, doch, nur einer, Herrgott, nochmal. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich wahrscheinlich wirklich fertig, das ist das Problem. Aber ich will da hinten zu der Hütte, da ist bestimmt irgendwas total Tolles. Warte mal, wenn ich mich so vielleicht von dir näher, von dieser Seite, dann bist du näher dran und der andere halt nicht. Hört auf, euch zu bewegen. Na, bemerkst du mich schon? Hallo. Ja, ich kann auch gehen. Ach, wisst ihr was? Ich sammle erstmal das Feuerkraut ein. Außer habe ich ja gespeichert. Was soll schon passieren? Oh. Die halten aber echt ganz schön voll aus. Lalalalala. Ich muss euch trotzdem einzeln angreifen. Verdammter Mist. Und da versuchen sie mich schon niederzureißen. Haut ab, ihr Bestien. Helft mir. Leute in der Taverne, helft mir. Oh Mann. Ich muss dringend mal trainieren oder langsam mal meine magischen Fähigkeiten ein bisschen ausbauen. Aber wartet mal, ich kann ja eigentlich mal versuchen. Ich habe doch hier auch irgendwo einen Bogen. Genau, hier, Bogen. Nummer 2 ist das. Peak. Oh, ich treffe ja unglaublich gut. Peak. Ja. Ich bin ein wahrer Tausendsacher mit diesem Bogen. Hallo? Gut. Boah, bin ich erfolgreich damit. Naja. Aber hey, komm, warum sind wir eigentlich ein Zauberer? Wir haben doch bestimmt irgendwelche tollen, geilen Rollen. Was haben wir hier? Wir haben einen Feuerpfeil. Ja, komm, nimm mal gleich mal einen Feuerpfeil. Davon haben wir gleich 3 Stück. Komm her, du Kackwolf. Oh ja. Das gefällt dir. Und noch ein. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Ich werde also zusätzliches Mana noch gebrauchen, über kurz oder lang. Und dich hau ich so kaputt. Na komm her.
Warum machst du mir Angst? Ich habe gerade einen Freund in Flammen aufgehen sehen. Und zwar durch meine Hand. Da guckst du. Oh ja, ich sollte wesentlich mit Magie arbeiten, scheinbar. Und ich muss mir vielleicht mal versuchen, irgend so eine Feuerpfeilrune oder sowas zu erschaffen. Also irgendwie mal so einen günstigen Zauberer. Nicht Zauberer, Zauberer. Weil das ist eigentlich sozusagen der Weg der Magie hier. Man schafft sich, glaube ich, Runen und mit diesen Runen kann man ganz hervorragend zaubern. Was ist das denn? Das Schweine? Büffel? Sieht aus wie Wildschweine, aber die greife ich erstmal nicht an. Denn so unglaublich viel Leben habe ich in Ohr wieder nicht. Naja. Gut, wer seid ihr denn? Seid bestimmt freie Kameraden. Hallo, Söldner. Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Glaube ich eher nicht. Wer will das wissen? Schon möglich, ich bin auf dem Weg zum Großbauern. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Wohl wahr. Bin ich auch nicht. Naja, das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ja, das stimmt. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Ja. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. Ja, Gott sei Dank bin ich ja ein Feuermagier und keine dreckige Stadtwache bzw. Miliz. Naja, du meinst echte Orks, die Großen? Meinst du echte Orks, die Großen? Ich meine... Moment mal, willst du mich verarschen? Nichts liegt mir ferner. Du Wurm! Du willst es wohl wissen, hä? Nein. Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, du Held! Was? Nein! Lass mich in Ruhe! War nur ein Scherz. Ja, kneif ruhig den Schwanz ein. Mach, dass du wegkommst! Du willst, du hast immer eine Riesenrüstung. Was willst du, du Weichei? Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier herausfinden. Ich fordere dich zum Duell. Ich bin noch nicht lebensmüde. Kannst du mir beibringen, was hat zu kämpfen? Nee, das brauche ich nicht. Nicht von dir. Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier herausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Aber was erzähle ich dir das, du Waschlappen? Naja, ich komme irgendwann zurück als richtiger Magier und dann verbrenne ich dem richtig schön den Arsch. Naja. Haben wir denn irgendwas hier drumherum? Eine schöne Hütte? Aha. Leg ich mich erstmal kurz pennen, ist mir eigentlich egal, ob da jemand ist. Weil ich muss meinen Mana wieder auffüllen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Perfekt. Ja, ich weiß, ich werde gleich angegriffen und ich muss raus aus diesem Haus. Schnell. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, ich mache, dass ich wegkomme. Dann klaue ich hier nochmal Dunkelpilze auf. Und Drachenwurzel und noch mehr Dunkelpilze. Und Butlerfleisch. Und was ist das noch? Noch ein Dunkelpilz, Mensch, das ist ja unglaublich spannend. Nun gut, aber er scheint schon an den äußeren Grenzen des Großbauern angekommen zu sein. Das heißt, wir machen hier kurz einen kleinen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.